Ich habe vergleichsweise spät mit harten Drogen angefangen, da habe ich so 19 ungefähr. Cannabis habe ich schon lange davor konsumiert. Und erstmal war es halt nur Rausch und dann ist mir aber so mit 21 hatte ich quasi ein traumatisches Erlebnis. Und in dem Zuge dann habe ich angefangen, davor habe ich vielleicht so alle zwei Wochen mal Kokain konsumiert und mehr andere Sachen, ist ja auch sehr teuer, muss man dazu sagen. Da habe ich dann angefangen, von einem Tag auf den anderen täglich zu konsumieren und auch in relativ hohen Dosen. Einfach um Schmerz zu unterdrücken, um mich nicht mehr selbst zu spüren. Ich habe damals schon immer gesagt, das ist was ein bisschen überspitzt ist, aber wenn man viel Kokain konsumiert und jemand Nahestehendes stirbt, dann kann man trotzdem einen guten Tag haben.